Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Hallo Tim. Hi. Ich wollte jetzt erst noch mal kurz auf das Pokalspiel zurückkommen, weil da gab es jetzt für mich jetzt ganz am Ende eine Szene, die hat mich ein bisschen überrascht, und zwar das Elfmeterschießen. Viele sind ja sehr angespannt dann dahin gelaufen, aber du hast den Ball so vor dir her jongliert und so. War das für dich jetzt keine besondere Anspannung, dahin zu gehen und treffen zu müssen? Doch, in gewisser Weise schon. Also ich wusste natürlich, was auf dem Spiel steht. Und ja, war mir der Verantwortung bewusst. Aber klar, irgendwo muss man sich die Lockerheit ein bisschen geben und darf nicht zu angespannt sein, sonst ja, verschießt man oder sage ich mal, ja, überkomme in die Nerven. Aber ja, ich denke, ich habe es ganz gut gemacht. Zum Glück auch getroffen. Das war für mich sehr wichtig. Und ja, ich habe noch nie im Profibereich einen Elfmeter geschossen, deswegen war es so der erste Schritt auch. Und ja, ein guter erster Schritt, und ja, hoffe darauf aufbauen zu können. Wahnsinn. Naja, da wissen wir ja in Zukunft, wer da die Nerven behalten kann. Ne? Kommen wir nochmal zu der Nachricht, die gestern dann kam. Du bist berufen worden in die U21 Albaniens. Mhm. Ist das für dich selbst auch vielleicht ein bisschen überraschend, weil du ja doch jetzt relativ lange ausgefallen bist aufgrund deiner Operation? Ja, es geht. Also klar, ich war bei den letzten Lehrgängen auch dabei. Im letzten November war ich das letzte Mal da. Im März musste ich leider kurzfristig absagen. Nach dem Duisburg-Spiel, als ich mich am Knöchel ein bisschen verletzt hatte. Aber ja, ich denke, so bei so Nationalmannschaften ist es auch so, dass man als deutscher Spieler dann auch einen gewissen Status hat, was jetzt vielleicht ein Nachteil für andere Spieler ist, aber ein Vorteil für mich, weil ich hier einfach ausgebildet wurde, und ich denke, die wissen auch, was ich kann. Und ja, klar, also ich denke, die planen da auch mit mir, und deswegen wurde ich auch berufen, worüber ich mich natürlich freue. Und genau, und hoffe, also ich fühle mich ja auch gut, deswegen kann ich auch da voller Überzeugung hinfahren. Ja. Wie ist es jetzt deine Situation in der Mannschaft? Du bist jetzt eingewechselt worden, hast ein sehr gutes Spiel gemacht. Danke. Für viel Belebung gesorgt. Was würdest du sagen? Wo stehst du? Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht so konkret sagen. Das denke ich, weiß der Trainer besser. Aber klar, ich wurde als einer der ersten eingewechselt Panzer wurde zur Halbzeit schon eingewechselt, aber ich dann direkt in der 55. Und das war auch natürlich ein gutes Zeichen für mich. Ich habe mich gefreut und hatte auch Lust und ja, konnte dann auch zum Glück das Spiel etwas beleben und hoffe, dass ich so weitermachen kann, ob von Anfang an oder als Joker. Aber ich denke, die Mannschaft hat davon profitiert und ich genauso. Ja. Jetzt spielen wir gegen Ingolstadt. Das ist ja dein ehemaliges Team. Mhm. Hat sich viel verändert in den letzten anderthalb, so kaum ein Jahr ist es her, ne? Genau. Ein bisschen länger, ne? Ja. Hast du noch irgendwie Kontakt zu den handelnden Personen dort? Ja, in der Führungsetage jetzt nicht, aber zu Spielern auf jeden Fall. Zu Marcel Kostli, zum David Kopacz, ja. Mit denen war ich sehr gut zu meiner Zeit in Ingolstadt. Sonst sind natürlich auch viele Neuzugänge da. Klar, die Trainerin, die Sabrina Wittmann, die kenne ich aus dem Alltag da, die habe ich immer mal wieder über den Weg. Der bin ich immer mal wieder über den Weg gelaufen. Aber klar, also man kennt ein paar Gesichter, aber jetzt nicht groß. Und ja, ich freue mich aufs Spiel, aber habe jetzt auch nicht zu viel Gedanken an Ingolstadt verschwendet. Mhm. Wie siehst du die Personalie Sabrina Wittmann als einzige Frau? Ist das nicht auch ein besonderer Druck, der auf ihr lastet, so in so einer Männerdomäne agieren zu müssen? Hast du so ein bisschen beobachtet, wie das Ganze so gelaufen ist? Ja, schon. Also so wie ich auch mitbekommen habe, ist sie eine Person, die auch durchgreift, die einfach ihre Meinung auch sagt, gegenüber Spielern, gegenüber ja, Funktionären. Und das finde ich auch nicht schlecht. Sie hat auf jeden Fall eine Meinung und hat auch Ahnung vom Fußball. So in meiner Jugend, als ich in der U19 oder U17 in Augsburg war, durfte ich mal auch bei den Älteren mitspielen und da war sie dann auch Trainerin. Mhm. Man hat gemerkt, dass da auf jeden Fall was dahinter steckt und auch eine Idee und sie den Fußball auch versteht, auch wenn manche sagen, sie halt einfach eine Frau ist, was ja aber im Endeffekt nichts zu bedeuten hat. Und genau, ich denke, es ist ja etwas Innovatives, aber ich meine, hat ja nichts zu bedeuten, dass es schlecht sein soll. Nö, genau. Auf keinen Fall. Ingolstadt hat immer so eine gewisse Erwartungshaltung. Denkst du, dass die auch in diesem Jahr da ist? Ja, ich denke, die Erwartungshaltung ist immer da. Vor allem auch mit dem Hintergrund von Audi, dass da
ja, finanzielle Mittel, die einfach sehr stark sind, da vorhanden sind. Und deswegen denke ich, haben die auch natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, dann auch natürlich oben bei den Verantwortlichen. Aber klar, ich denke, ein gutes Team haben sie auf jeden Fall. Aber in der Saison sieht man dann einfach, wie es dann so läuft. Aber bis jetzt machen die es nicht schlecht. Haben jetzt auch ein Spiel, zwei, also in zwei Spielen einen Sieg und eine Niederlage, so wie wir. Und genau, deswegen, ja, wird es dann vielleicht auch schon ein richtungsweisendes Spiel jetzt am Wochenende. Ja, ich habe noch fünf Stichworte für dich und bitte um eine ganz kurze Antwort. Ja. Albanien. Abenteuer. Oh. Manuel Neuer. Legende. Dachau. Heimat. Schambeinentzündung. Vergessen. Jalen Hawkins. Lustiger Typ.